Ein viertägiges Badminton-Spektakel der Extraklasse mit knappen 400 Spielern und Spielerinnen aus 41 Nationen. Herzlich willkommen zu der Zusammenfassung der Austrian Badminton Open 2022. Der Raiffeisen-Sportpark Graz ist vom 26. bis 29. Mai Schauplatz des größten internationalen Badminton-Turniers Österreichs. Badminton, bekannt als die schnellste Sportart der Welt, bei dem ein Shuttle, auch Federball genannt, mit über 400 km/h durch die Luft fliegt. Für Tag 1 und 2 sind in diesem Turnier die Vorrunden angesetzt. Das Niveau ist schon in der Qualifikation für die Austrian Open im Badminton extrem hoch. Es war ein eindeutiges Ziel auch für uns hier in Graz. Wir betreiben ja ein Badminton-Nachwuchsleistungszentrum, hier ein Turnier der unteren Kategorie zu veranstalten, um gerade den Nachwuchsspielerinnen und Spielern die Chance zu bieten, also hier in die Weltklasse hineinzuschnuppern und vor allem Weltranglistenpunkte zu erobern, um dann in weiterer Folge eventuell auch in den größeren internationalen Turnieren Fuß zu fassen. Es sind nationale wie auch internationale Top-Nachwuchstalente dabei. Neben den zahlreichen österreichischen TeilnehmerInnen sind auch 180 Athletinnen aus Asien angereist. In der Qualifikation kämpfen sie um insgesamt 24 Plätze im Hauptbewerb des mit $5.000 dotierten Weltranglistenturniers. Aus den Duellen mit den internationalen Top-Athleten können die österreichischen SpielerInnen viel mitnehmen. Der macht viel weniger Fehler als ich und spielt halt mit einer Qualität die Bälle rein, die ich noch nicht ganz so habe und ist auf jeden Fall ein Vorbild für mich. Jahrelang war Wien Austragungsort der Austrian Open. Im Vorjahr fanden sie erstmals im Sportpark in Graz statt. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man das erste Mal aufs Feld geht und wirklich merkt, es sind jetzt alle da. Also ich freue mich natürlich, es kommen viele Leute zuschauen. Das macht natürlich auch immer ein bisschen Druck, aber wenn man das einfach positiv sieht und das als Unterstützung sieht, dann sollte das, glaube ich, gut passen. Auf jeden Fall möchten wir dem Heimpublikum ein gutes, also gute Spiele und ein gutes Show einfach bieten und unsere beste Leistung abrufen. Das ist Wahnsinn, also das Ambiente, die Möglichkeiten für die Spieler, das Hallensetting ist, denke ich, einmalig da in Österreich. Von den jungen Österreichern schafft es nur das Mix-Doppel Gustav André, Serena O'Young in den Hauptbewerb. Im Achtelfinale ist jedoch bereits Endstation. Die Anwesenheit von internationalen Topspielern aus der ganzen Welt ruft beim sportlichen Leiter des Steirischen Badmintonverbands gemischte Gefühle hervor. Einerseits positiv, dass wir sehr, sehr starke Asiaten bei diesem Turnier natürlich bekommen haben. Andererseits dann eben der kleine Wermutstropfen, dass also viele junge Spieler dann nicht so leicht in die Qualifikation gerutscht sind, wie wir uns das ursprünglich gedacht haben. Aber auf jeden Fall ein Lerneffekt, sowohl für die Spieler als auch für uns im Organisationsteam. Der Finaltag wird dann ohne österreichische Beteiligung von den starken Däninnen und Asiatinnen dominiert. Vor allem der asiatische Spielstil hinterlässt Eindruck. Also ich habe es ganz klar gemerkt, dass ich das Spieltempo einfach nicht gewohnt bin und generell die Ballwechsel so zu spielen mit ihm. Der steht da halt wirklich stabil drin im Einzel und ich habe gemerkt, dass ich halt bis zu einem gewissen Grad das mitgehen kann. Und dann hat er halt einfach, ist er ein bisschen davongezogen, weil er sicherer gespielt hat und ich halt einfach nicht gewohnt dran bin. Der grundsätzliche Spielstil der asiatischen Spieler ist sehr athletisch ausgerichtet. Die europäischen Spieler haben meistens natürlich auch andere Körpersituationen, das heißt im Schnitt sind sie etwas größer. Badminton ist ein Sportart, wo man mit 1,70 Meter im Herren Einzel Weltmeister werden kann und Olympiasieger genauso wie mit 1,95 Meter. Also das heißt, hier geht es darum, seine Vor- und Nachteile optimal in dem Sinn natürlich zu entwickeln und auszunutzen. Was besonders interessant sein wird, ist heute, dass wir eben wirklich im Einzel- und im Herrendoppel einfach ein jeweils dänische und asiatische Finalpaarungen drinnen haben werden. Das bietet meistens sehr, sehr interessante Spiele, weil einfach der grundsätzliche taktische Ansatz dieser Paarungen sehr unterschiedlich sein wird. Sprich, weil beide einen anderen Spielstil pflegen. Auf jeden Fall, ja. Und auch natürlich unterschiedliche Taktiken verwenden. Man wird dann im Spiel sehen, wer früher die richtige Taktik findet, wer sich besser auf den Gegner einstellt. Und das bringt meistens für die Zuschauer ganz interessante Spielsituationen. Für solch interessante Spielsituationen sorgen vor allem die Damen im Doppelbewerb. Im Finale duellieren sich die als Nummer 1 gesetzten Skandinavierinnen Julie Finn Ibsen und Mai Suro mit der Paarung Li Zheng aus Taiwan. Der erste Satz ist eng und geht mit 21:19 an die Asiatinnen. Okay.
Im zweiten Satz drehen die Däninnen richtig auf und lassen ihren Gegnerinnen keine Chance. Deutlich überlegen gleichen sie mit 6 Punkten Vorsprung auf das 1:1 aus. Satz 3 ist geprägt von langen, energieraubenden Ballwechseln, wie diesem hier zum 18:10. Den Däninnen geht etwas die Luft aus, denn über den Punktestand von 10 kommen sie nicht mehr hinaus. Der Sieg geht dann doch eindeutig an die 25-jährige Li Jiaxin mit Partnerin Teng Chun-sun aus Taiwan. Als wir in den ersten Satz gestartet sind, war ich ziemlich sicher, dass wir gewinnen können. Aber wir haben einfach zu wenig gespielt die letzten 6 Monate. Auf diesem hohen Level zu spielen über eine lange Zeit erfordert so viel Konzentration. Dafür waren wir noch nicht bereit. Wir müssen dranbleiben und weitere Turniere spielen. Aber heute war der Fokus einfach noch nicht da. We both had a hard time focusing and that made us make a lot of mistakes. So that sucked. Auch beim Doppel der Herren steht Taiwan gegen Dänemark im Finale. Es matchen sich Yu Ji Lin und Su Li Wei gegen die Paarung Bö Kier. Ein hitziges Duell. Nach einem anfangs noch ausgeglichenen Match können sich die Taiwanesen auf 20:16 in Führung stellen. Bö Kier zeigt sich kämpferisch und kann noch 2 Punkte aufholen. Doch es reicht nicht. Satzball für Taiwan. Und da ist der Fehler der Dänen. Sie verlieren 18:21. Auch im zweiten Satz setzen sich Lin Su immer wieder mit einigen Punkten ab. Doch geben die Dänen nicht auf. Entscheidend ist die Rallye zum 20:17 für Taiwan. Die Paarung Lin Su gewinnt schlussendlich mit 4 Punkten Vorsprung. Ich kann es nicht glauben, dass wir gewonnen haben. Als wir hergekommen sind, haben wir uns vorgenommen, unser Bestes zu geben. The first game, just do the best, yeah. Und dies ist ihnen gelungen. Sie sind Meister der Austrian Open 2022. Die zwei Youngsters aus Dänemark sind trotz dem 0:2 im Finale mit der Leistung zufrieden. Der Grund für die Niederlage ist schnell analysiert. Yeah, of course, they play very fast. Sie spielen unglaublich schnell. Es ist ein ganz anderes Spiel als zu Hause in Dänemark. Sie schlagen sehr flach und fest. Wir haben gut gegen sie gespielt, aber es war hart. Im Einzelfinale der Herren trifft der Bezwinger von Österreichs Badminton-Ass Wolfgang Knet, der Malaysier Jo Seng Soe, auf Magnus Johannessen aus Dänemark. Zoe lässt den Dänen chancenlos und zieht sein Spiel durch. Es entstehen spektakuläre Ballwechsel wie dieser hier zum 19:13 im ersten Satz. Ohne je Sicherheit zu verlieren, gewinnt der Malaysier gegen den 20-jährigen Dänen in Satz 1. Beide Spieler hatten zuvor noch ein intensives, knappes Halbfinalspiel auf 3 Sätze. I think both of us have
Ich glaube, wir hatten beide in der Früh ein toughes Match, aber jetzt ging es mir mental viel besser. Mit diesem Mindset und fast fehlerfrei kann der 25-Jährige den Dänen in nur 2 Sätzen bezwingen. Und das deutlich mit 21 zu 14 und 21 zu 15. Ich hatte ein hartes Spiel im Semifinale, das habe ich im Finale gespürt. Aber Gratulation an meine Gegner. Er hat gut gegen mich gespielt, ich hatte da wenig entgegenzusetzen. Ich war zu müde und bin auch mit dem 2. Platz glücklich. Rein taiwanesische Duelle gibt es dann im Mixed und im Frauenfinale am letzten Tag der Austrian Open in Graz. In einem 58-Minuten-Match betteln sich Wen Shisu und Shu Yun-sung im Damenfinale. Der erste Satz ist lange ausgeglichen. Nach der Pause lässt Su nach. Es entstehen lange Rallyes wie bei diesem Punkt zum 12 zu 11. Der Satz geht schlussendlich mit 5 Punkten Vorsprung an Shu Yun-sung. Im 2. Satz kann sich die als Nummer 1 gesetzte Wen Shisu jedoch wieder zurückkämpfen. Mit unglaublicher Nervenstärke startet sie bei einem Spielstand von 17 zu 19 ein Comeback. Punkt für Punkt gelingt ihr ein fehlerfreies Ende. Sie gewinnt sensationell mit 21 zu 19. Dieses Selbstbewusstsein behält sie sich auch für den 3. Satz. Mit einer starken Serie von 5 aufeinanderfolgenden Punkten kann sich Su deutlich absetzen und gewinnt die Austrian Open 2022. Beendet wird das Wochenende mit dem Mixed-Doppelfinale. Es matchen sich wieder 2 taiwanesische Teams, Su Shang gegen Ye Li. Das Match ist wechselhaft. Ye Li startet mit einigen Fehlern mit 0 zu 3 in den 1. Satz, kann den Rückstand aber schnell wieder wettmachen. Ab der Hälfte des Spiels drehen sie den Spieß um und gewinnen mit einem guten Vorsprung von 5 Punkten. Auch im 2. Satz wird hitzig gekämpft. Das Spiel geht in die Verlängerung. Am Ende gewinnt Chia Sin Lee mit ihrem Partner Hong Wei Ye gegen ihre Landsleute mit 23 zu 21 und kann sich einen 2. Sieg sichern. Mit diesem Battle endet ein hochkarätiges, gelungenes Turnier im Grazer Sportpark. Mit vielen verdienten Siegern und Siegerinnen, unglaubliche 7 von 8 davon aus Taiwan. Die Austrian Open 2022 waren für die vielen jungen Talente ein Zwischenstopp vor den nächsten Turnieren und dem Sprung an die Weltspitze.